Wie Sie wissen, geht es darum, wir hatten gestern ein Fraktionsspitzentreffen, an dem alle Landtagsfraktionen und die Bundestagsfraktionen teilgenommen haben, also alle AfD-Landtagsfraktionen. Und ähm, wir haben uns äh, beraten über gemeinsame Kampagnen, gemeinsame Initiativen, äh, noch eine bessere und vertiefte Zusammenarbeit. Und wir haben auch zwei ähm, Papiere verfasst, äh, die sich äh, mit, zum einen mit dem Strategiewechsel in der Corona-Politik beschäftigen und zum anderen mit äh, der Geburtsstunde des deutschen Nationalstaates, also dem 18. Januar 1871. Und ich darf als alles, allererstes unserem Fraktionsvorsitzenden Dr. Alexander Gauland das Wort erteilen, der zum 18. Januar 71 und unserer Resolution was sagen wird. Ja, danke schön, Herr Münzenmeier. Meine Damen und Herren, die Resolution liegt Ihnen vor. Wir erinnern mit einer Resolution daran, dass vor 150 Jahren in Versailles der Grundstein für den deutschen Nationalstaat gelegt wurde. Wir bedauern, dass an diesem Tage nicht offiziell erinnert wird. Es wäre Aufgabe des Bundespräsidenten, aber zugegebenermaßen auch des Bundestages, dieses Tages zu gedenken. Ich will gern zugeben, dass viele Medien das gemacht haben. Äh, FAZ und Welt nenne ich hier nur beispielhaft. Das Schweigen hat wohl leider damit zu tun, dass historisches Bewusstsein in Deutschland nicht besonders hoch im Kurs steht. Äh, die Reichsgründung war bis 1914 trotz Sozialistengesetz und Katholikenverfolgung eine Erfolgsgeschichte. Und äh, wenn wir die Parallelität sehen, müssen wir sagen, dass es natürlich auch in anderen Staaten Rückschläge gegeben hat. Denken Sie nur an die Dreifußaffäre. affäre Ich will jetzt gar nicht alles aufzählen, was Forschung, Wissenschaft, äh, Alterssicherung, äh, Kaiser-Wilhelm-Gesellschaften, äh, Industrieproduktion, äh, was es alles im Reich sozusagen gegeben hat. Das wissen Sie genauso wie ich. Das Deutsche Reich war zu der Zeit, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, der modernste Staat Europas. Und äh, typisch für einen ist es eine Kleinigkeit, dass beispielsweise unsere duale Ausbildung, auf die wir heute noch stolz sind, sozusagen Vorbild für Glätzen, den liberalen Premierminister Englands war, das auch in England einzuführen. Ich will ganz dazu hinzufügen, dass die These vom weiten Weg nach Westen, also von Modernitätsdefiziten des Reiches mir immer als ideologisches Konstrukt vorkam. Ich weiß, es ist die Hauptthese von Herrn Winkler, aber ich wage doch Skepsis zu äußern. Deutschland hatte nach 1870 ein allgemeines Wahlrecht ohne Frauen, zu der Zeit hatte England noch ein Zensuswahlrecht, der fortschrittlichste demokratische Staat, der jetzt immer in Europa genannt wird. Erst in den 80er Jahren äh, schaffte Disraeli sozusagen ein ähnliches allgemeines Wahlrecht für den Haushaltsvorstand. Äh, auch ist das Argument, es wäre eine, ja, Pickelhaubenkultur reaktionäre Adelsherrschaft gewesen, wird immer wieder hervorgehoben, das Dreiklassenwahlrecht und das preußische Herrenhaus. Wir vergessen oft, dass im britischen Oberhaus bis 1911 der Adel alle Gesetze des Unterhauses blockieren konnte. Auch da gibt es allenfalls Parallelen, aber nicht, dass das Deutsche Reich hinter diesen Entwicklungen zurück war. Die europäischen Staaten haben unterschiedlich sich zu mehr Demokratie entwickelt, aber in ähnlichen Schritten. Und es gab auch in anderen Ländern immer wieder Rückschritte. Denken Sie an die Dreifußaffäre, wo ein ganzer Generalstab im Grunde genommen gegen die Republik in Frankreich agiert hat. Ich will aber auch festhalten, dass Bismarcks Reichseinigung ohne die demokratischen Entwicklungen, Wartburgfest, Hambacherfest und 1848 nicht äh, sozusagen stattgefunden hätte. Dass es natürlich eine Entwicklung von oben war hat nicht mit Demokratiedefiziten oder preußischer Pickelhaube zu tun, sondern mit äh, der historischen Ausgangssituation, die in Deutschland eine andere war, durch sozusagen das Erbe des alten Reiches, also den Föderalismus und die verschiedenen Souveränitäten. Ähm, also konnte nur ähm, ein solcher Weg gewählt werden, während in Frankreich und England natürlich der Nationalstaat sich schon sehr viel früher gebildet hatte. Es gibt auch einen schönen Satz von Herrn Winkler, das ist bestimmt richtig. Am Anfang steht das Reich, das heißt die vielen Souveränitäten. Die Entwicklung ist erst infolge des Ersten Weltkrieges aus dem Ruder gelaufen. Das ist jetzt nichts, was wir hier weiter erörtern müssten. Es ist ja auch bekannt. Das war alles keine Zwangsläufigkeit. Ich darf noch mal erinnern an den australischen Historiker Clark und die Schlafwandler. Hitler und die Nazis waren nicht in Bismarck und Wilhelm II angelegt, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Heute stehen wir mit unserem demokratischen Nationalstaat auf dem Boden des Bismarckreiches und deshalb sollten wir uns daran auch immer erinnern. Ich finde, oder wir finden, es wäre Zeit, dem 18.01.71 eine Bedeutung zu geben, wie in Frankreich die der 14. Juli hat. In Amerika der Independence Day und in Großbritannien das Ende des Ersten Weltkrieges am 11.11. .11. Ich finde, das stünde uns gut an, denn es handelt sich um ein gutes Erbe und kein vergiftetes. Danke. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Gauland. Und wie Sie sehen, haben wir heute, und das freut uns ganz besonders, die Fraktionsvorsitzenden auch da aus Rheinland-Pfalz, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Und wir kommen zu unserem Thesenpapier Corona-Politik kurz einleiten. Gestatten Sie mir, wir weisen ja bereits jetzt seit, seit Monaten, äh, spätestens seit April des letzten Jahres, darauf hin, dass wir den Kurs der Bundesregierung in der Corona-Politik für falsch halten. Ähm, es ist äh, mittlerweile ganz klar zu erkennen, dass die einzige Strategie der Bundesregierung eine Aneinanderreihung von Lockdowns ist, die sich stets noch verschärfen sollen. Und gerade am heutigen Tag ist es, denke ich, ein guter Zeitpunkt, um über unsere Ideen auch hier zu sprechen. Wir wissen alle, dass ab heute wieder ähm, weitere Verschärfungen im Raum stehen. Jetzt geht es um Ausgangssperren und so weiter. Und äh, die Wirksamkeit wird in der Wissenschaft immer umstrittener, auch der äh, Lockdowns. Und es gibt mittlerweile namhafte Autoren von Studien, auch von peer-reviewten Studien, ähm, die sagen, der Lockdown bringt nichts. Wir als AfD-Fraktion und als Fraktionen auch in den Ländern, wir haben dazu eine ganz klare Position weisen immer wieder darauf hin, dass es bessere und sinnvollere Maßnahmen gibt, um die Menschen dieses Landes zu schützen, um insbesondere auch diejenigen zu schützen, die besonders gefährdet sind. Und wir haben gestern uns mit allen Landtagsfraktionen der Bundestagsfraktion auf ein, ein kurzes Thesenpapier geeinigt, um Ihnen nochmal unsere wichtigsten Forderungen äh, näher zu bringen oder klarzustellen. Das besteht aus vier Punkten und ich darf äh, den jeweiligen Land also Fraktionschefs das Wort zu jeweils dem Punkt erteilen. Der erste Punkt, Lockdown sofort beenden, wird vorgestellt von Oliver Kirchner, Fraktionschef Sachsen-Anhalt. Ja, auch von mir einen herzlichen Gruß in die Runde. Es ist ja bekannt, dass wir den Lockdown beenden wollen. Und dafür gibt es ja wissenschaftliche Gründe, wie die Stanford-Studie von John Ioannidis, die eindeutig nachgewiesen hat, dass dieser Lockdown nichts bringt. Wir in Sachsen-Anhalt haben immer die klare Linie verfolgt, dort gegen vorzugehen. Wir haben durch die Stärke unserer Fraktion, wir vertreten immerhin 25 Prozent der gesamten Wählerschaft in Sachsen-Anhalt, natürlich die Möglichkeit, dort auch zu klagen. Und das tun wir auch. Wir klagen momentan vom Landesverfassungsgericht gegen die achte Eindämmungsverordnung, dort äh, gegen bestimmte, äh, bestimmte Einschränkungen, die in dieser Verordnung vorherrschen. Wir klagen auch gegen die neunte Eindämmungsverordnung weil wir denken, dass es langsam reicht. Also ich möchte diesen Lockdown fast als Lockdown-Hokus-Pokus bezeichnen, weil diese Lockdowns hintereinander weg nichts gebracht haben, überhaupt gar nichts. Und wir wollen natürlich Risikogruppen schützen. Man muss natürlich auch immer davon ausgehen, wie hoch der Nutzen und wie hoch der Schaden für dieses Land ist. Und dieser Schaden ist immens, äh, der auf unser Land hinzukommt. Und ich möchte auch nicht meinen Kindern und Enkeln überlassen, diesen ganzen Schaden nachher bezahlen zu müssen. Und deswegen sind wir der Meinung, wenn wir die Hygienevorschriften einhalten und äh, den Abschluss, und die Desinfektionsmittel nutzen, die wir haben, dann müssten wir davon ausgehen, dass wir es auch so in den Griff bekommen. Denn wir haben kleine Anfragen dazu gestellt bei uns im Land Sachsen-Anhalt, wie denn das, das Infektionsgeschehen in diesen bestimmten Sparten waren. Und beim Hotelgewerbe waren es in Sachsen-Anhalt 1,8 Prozent, von denen das ausging. Bei den Gaststätten waren es 0,8 Prozent und Konzerthäuser, Museen, da waren es 0 Prozent. Und die hat man eben zugemacht, obwohl man den Einzelhandel offen gelassen hat, die keine Gästelisten zur Nachverfolgung hatte. Daran sieht man noch den Irrsinn dieser Verabschiedung dieser Maßnahmen, dass man den Bürgern da draußen nicht erklären kann, warum man leute die nachverfolgung wünschen die bereiche schließt und bei anderen die es eben nicht so haben da lässt man es noch teilweise offen und ich denke dass wir uns nicht erlauben können unsere wirtschaft noch stärker zu schwächen denn wenn man diese maßnahmen erklären möchte und wenn mir einer erklären möchte diese fünf plus eins regel wo ich zwar meine eltern besuchen kann in diesem Dreierbündnis. Meine Eltern mich aber zu Hause nicht besuchen können, dann ist es schwierig nachzuvollziehen für die Bevölkerung. Und alles, was schwierig nachzuvollziehen ist, stößt auf Widerstand. Und der Widerstand, den sehen Sie ja selbst, der wird draußen immer größer. Und um diesen Widerstand auch zu beenden und das Land wieder in ein sicheres Fahrwasser zu bekommen, sehen wir eben diesen Punkt Lockdown beenden als einen wichtigen Punkt unter immer Einhaltung der Hygienevorschriften. Und ich glaube... Wen es interessiert, im Anfang Februar wird es eine Entscheidung zu unserer Klage zur achten Verordnung geben. Dort haben wir auch bestimmte Sachen rausgenommen, wie die Gaststättengewerbe oder die Ordnungswidrigkeiten, die bestraft werden, weil wir nur bestimmte Sachen auch als sehr, sehr kritisch sehen und uns auf die beschränkt haben. Da wird es eine Entscheidung geben und mal, mal sehen, wie die ausfällt. Aber ich glaube, dass diesem Land genug Schaden zugefügt wurde. Und wenn wir unsere Risikogruppen schützen, dann ist schon viel geholfen. Und in dem Sinne würde ich bei dem ersten Punkt jetzt enden. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit geht es weiter mit den Risikogruppen wirkungsvoll schützen. Das stellt vor der Fraktionschef aus Rheinland-Pfalz, Michael Frisch. Gut, Dankeschön. Dann fange ich noch mal von vorne an. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Zahlen- und Faktenlage ist sehr eindeutig. Die unterschiedlichen Lockdown-Maßnahmen verschiedener Härte haben die Risikogruppen nicht schützen können. Wir haben eine auf hohem Level stagnierende Zahl an Corona-Toten, die zu über 90 Prozent über 70 Jahre alt sind, die meisten von ihnen über 80 Jahre alt. Insbesondere betroffen sind die Alten- und Pflegeheime. Wir haben hier in verschiedenen Bundesländern Zahlen bis hin zu 90 Prozent aller. Corona-Verstorbenen, die aus diesen Einrichtungen stammen. Von daher ist es eigentlich naheliegend und zwingend, eine Strategie daran auszurichten, dass man diese besonderen Risikogruppen schützt. Und es ist erstaunlich, ich würde sagen, es ist skandalös, dass das der Bundesregierung und auch den Landesregierungen in den vergangenen Monaten offensichtlich nicht gelungen ist. Für uns ist es jedenfalls ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Corona-Strategie diese Gruppen in den Fokus zu nehmen und dafür zu sorgen, dass ihre Gesundheit geschützt wird, damit man dann in anderen Bereichen Lockerungen vornehmen kann. Wir haben auch konkrete Maßnahmen in unserem Papier vorgeschlagen. Wir fordern beispielsweise bestimmte Einkaufszeiten für ältere und vorerkrankte Menschen im Lebensmittel- und Einzelhandel, um diese Bürger nicht einem erhöhten Risiko aussetzen zu müssen. Ähnliches denken wir uns für Fitnessstudios, Friseure. Kosmetikstudios oder andere Einrichtungen der Körperpflege im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung. Darüber hinaus müssen wir Maßnahmen ergreifen, diese Gruppen vor überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln zu schützen, beispielsweise dadurch, dass Taxigutscheine ausgegeben werden, die ihnen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, um damit die notwendigen Erledigungen oder Arztbesuche durchführen zu können. Ganz zentral ist für uns der Schutz der Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und Personen in häuslicher Pflege. Die Landes- und Bundesregierung hatten hier im Sommer monatelang Zeit, dieses Thema anzugehen. Es ist seit langem bekannt, dass wir hier mit Abstand die meisten schwer Erkrankten und Todesfälle hatten. Passiert ist nichts. Es ist uns klar, dass das eine logistische Herausforderung darstellt, aber mit Blick auf das, was auf dem Spiel steht, nämlich der Gesundheitsschutz gerade dieser alten und verletzlichen Menschen, muss uns das wert sein. Wir schlagen konkret vor, eine deutliche Ausweitung der Teststrategien. Im Grunde genommen müsste jeder getestet werden, da eine solche Einrichtung betritt, sei es ein Mitarbeiter oder auch ein Besucher. Wenn wir das durchführen würden, könnte es uns gelingen oder wird es uns gelingen, die Zahl der schweren Erkrankungen und der Todesfälle drastisch zu reduzieren. Und das wäre für uns auch die Conditio sine qua non, um dann Öffnungs- und Lockerungsmöglichkeiten für die übrige Gesellschaft durchführen zu können. Vielen Dank. Dankeschön. Nicht nur unsere Wirtschaft leidet, sondern wir erleben ja auch immer mehr Einschränkungen in Grundrechte, in Freiheitsrechte. Wir haben ein Demokratiedefizit und dazu wird Jörg Bassersi, Fraktionschef hier aus Berlin, berichten, was wir unter Punkt 3, Demokratiedefizit beheben, nochmal zusammengefasst haben. Ja, auch einen schönen guten Morgen von mir. Ähm, ja, ich muss es ganz ehrlich sagen, wir machen uns Sorgen, ich mache mir Sorgen, äh, wie mit unseren Grundrechten umgegangen wird und vor allen Dingen auch, wie mit der Rolle der Parlamente umgegangen wird. Wir nehmen es einfach so hin, dass Grundrechte eingeschränkt werden, ohne dass dafür eine Notwendigkeit besteht. Wenn ich mir beispielsweise überlege, die Reisefreiheit, dass wir vielleicht demnächst sogar gar nicht mehr raus dürfen, dass man die Reisefreiheit beschränkt. Auf der anderen Seite haben wir aber weiterhin offene Grenzen. Und Sie wissen alle, dass wir im letzten Jahr eine Zuwanderung von über 120.000 Migranten nach Deutschland hatten. Das stimmt doch sehr bedenklich, dass man hier mit zweierlei Maß misst auf der anderen seite muss man natürlich sagen auch demonstrationsfreiheit dass diese eingeschränkt wird man kann bei, der bei den demonstrationen ganz klare auflagen machen wenn die nicht eingehalten werden kann man die demonstrationen abbrechen aber das grundsätzlich zu verbieten oder versuchen zu verbieten ist ein schlechtes zeichen für eine demokratie. Und was wir natürlich in allen Landesparlamenten erleben, auch im Bundestag erleben, ist die Tatsache, dass äh, Verordnungen gar nicht mehr in den Parlamenten besprochen werden, sondern die Parlamente Verordnungen im Nachhinein nur noch abnicken. Es wird nicht mehr diskutiert, die Volksvertreter werden nicht mehr einbezogen und das ist ein kritisches Zeichen für eine Demokratie, das wollen wir aufheben. Die Bundes- und Landesregierungen regieren momentan an den Parlamenten vorbei. Das muss man ganz deutlich sagen. Diskussionen finden größtenteils nur nach den getroffenen Entscheidungen statt. Und dieser Zustand muss sofort beendet werden. Der Souverän muss wieder eingebunden sein. Das heißt, die gewählten Volksvertreter müssen sagen, wie es weitergeht. Es kann nicht sein, dass mit Verordnungen regiert wird. Also, wir haben da ein weites Feld, das beackert werden muss. Und. Wir als äh, ja, Rechtsstaatspartei und Partei des Grundgesetzes, wir fordern, dass wir wieder zurück zu unseren Wurzeln gehen, nämlich dorthin äh, zu den Aufgaben, die das Parlament wahrzunehmen hat und auch die Rechte wieder garantieren, die die Bevölkerung für sich in Anspruch nehmen darf. Dankeschön. Dankeschön. Ein weiteres Thema, was, glaube ich, momentan ja die öffentliche Debatte prägt in allen Varianten, ist das Thema Impfen. Auch hierzu haben wir unter Punkt 4 eine... Ähm, Position erarbeitet bzw. noch mal für Sie zusammengefasst. Impfen muss freiwillig sein. Ich darf dem Fraktionschef aus Mecklenburg-Vorpommern, Nikolaus Kramer, das Wort erteilen. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Münzenmeier. Guten Morgen auch von mir in die Runde. Wir erleben seit Monaten, das klang hier schon mehrfach durch, also eine fast kopflose Politik der Bundesregierung, der Landesregierungen. Und die Hoffnung stützt sich offensichtlich mehr als je zuvor auf die Auswirkungen des Impfens. Bisher ist ungeklärt, ob das Impfen als solches auch vor Weiteransteckungen schützt. Dennoch, wie bereits erwähnt, stützt sich die Hoffnung auf das Impfen. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass das Impfen freiwillig bleibt die AFD Fraktion der Länder und auch die Bundestagsfraktion lehnt also jedwede Impfpflicht sowohl direkt als auch indirekt durch die Hintertür durch Arbeitsverträge durch Dienstvereinbarungen ab. Das muss freiwillig sein, weil das Impfen einen körperlichen Eingriff darstellt und wie gesagt, wir auf die Freiwilligkeit abstellen als Rechtsstaatspartei und Partei der Freiheit. Und das heißt für uns auch, dass es eben die freie Entscheidung des freien Bürgers sein muss, sich impfen zu lassen oder eben nicht. Denn so wie das schon angesprochen wurde, dass darüber nachgedacht wird, dass also geimpften Privilegien zugesprochen werden sollen und möglicherweise nicht geimpften eben nicht, das ist ein Widerspruch, das ist ein Eingriff in die Grundrechte, der nicht tolerierbar ist, denn die Grundrechte stehen jedem Menschen in unserem Land zu. Hinzu kommt, dass wir uns bei der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung eben nicht auf die Europäische Union oder internationale Impfstoffkooperation verlassen sollten, sondern mehr in die Forschung hier in unserem eigenen Land investieren müssen. Hier offenbart sich also auch ein Versäumnis der letzten Jahrzehnte, dass in Forschung und Bildung viel zu wenig investiert worden ist. Für uns ist es also dementsprechend sehr wichtig, die Erforschung in die geeignete Medika medikamentöse Entwicklung und Behandlung des Virus zu stecken, um hier der Situation Herr zu werden. Weiterhin sehen, es, sehen wir es als zwingend an, ausreichend Impfstoffe und Medikamente zur Verfügung zu haben für die Menschen, die sich freiwillig impfen lassen wollen. Und es müssen nicht nur in die Impfstoffe als solche geforscht werden, also in, in die Auswirkungen der Impfstoffe als solche äh, geforscht werden, sondern eben auch muss eindeutig geklärt werden, welche Risiken und welche Nebenwirkungen das Impfen mit sich bringen kann. Und das muss transparent auch nach außen dargestellt werden. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. So, Sie haben jetzt quasi diese vier Punkte unseres kleines Thesenpapiers, das Ihnen ja auch ausführlich vorliegt, vorgestellt bekommen. Und wir stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung. Herr Gebhardt, vielleicht noch mal zu dem ähm, Gipfel heute. Ähm, Herr Gauland, ich glaube, Frau Merkel unterrichtet dann im Anschluss auch die Fraktions. Ich zieh die mal kurz runter. Ähm, Frau Merkel unterrichtet, glaube ich, die Fraktionschefs im Bundestag nach diesen Gipfeln auch äh, noch mal direkt. Äh, wird so ein Treffen geben? Werden Sie noch mal direkt sozusagen gebrieft, was da heute beschlossen wird? Und noch mal vielleicht generell an Sie die Frage: Wie sehen Sie das, dass das heute da neue Verschärfungen im Raum stehen, äh, zum Beispiel Ausgangssperre, FFP2, Maskenpflicht, Homeoffice-Pflicht, das sind ja so die Sachen, die diskutiert werden. Werden Sie da für eine dieser Maßnahmen zugänglich oder ähm, sehen Sie auch angesichts dieser neuen Virusmutation, die da im Raum steht, dass man dennoch keine schärferen Maßnahmen braucht? Also, äh, ich äh, glaube nicht, dass. Äh, wenn man äh, vom selben immer mehr macht, ein anderes Ergebnis erzielt. Also äh, ich wäre gegen Verschärfungen oder wir wären gegen Verschärfungen. Ähm, das Erste habe ich so verstanden, ähm, ein Treffen der Fraktionsvorsitzenden mit Frau Merkel. Ähm, da gibt es, war das Ihre Frage? In eine Unterrichtung, ob das jetzt ein Treffen ja, ist. Ja, die oder? Unterrichtung, das macht heute Frau Weidel. Das ist völlig richtig. Ich habe mich bei der letzten Unterrichtung dagegen gewehrt, das habe ich auch deutlich gesagt, dass ich eigentlich schon im Fernsehen alles gesehen hatte und dann brauche ich keine Unterrichtung durch Frau Merkel. Und heute ist es aber so, dass die Unterrichtung vorher ist und dass Frau Weidel das wahrnimmt, weil ich hier bin. Gibt es weitere Fragen? Herr Pfeffer. Herr Kramer, ich hätte kurz eine Nachfrage zum Impfen. Also ich sehe da so einen kleinen Widerspruch. Sie haben auf der einen Seite gesagt, fast kopflos agiert die Bundesregierung hier und sagt, man hofft irgendwie wahnsinnig stark auf die Impfwirkung. Auf der anderen Seite soll man doch aber bitte dafür sorgen, dass auch ausreichend Impfstoff da ist. Vielleicht können Sie das noch mal ausführen. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich verstehe den Widerspruch nicht, den Sie da sehen. Also wir zweifeln ja nicht eine mögliche Eindämmung der Pandemie durch das Impfen an, stellen aber wie gesagt darauf ab, dass das Impfen freiwillig sein muss und dass dann eben auch die Bundesregierung dafür Sorge zu tragen hat, dass der Impfstoff im ausreichenden Dosen eben für die Menschen da ist, die sich impfen lassen wollen. Ich denke, damit ist Ihre Frage beantwortet. Wenn nicht, bin ich ja, gerne. Nur, nur ganz da. kurz, ja, ja weil, weil Sie gesagt haben, man, man hofft so sehr auf das, auf das Impfen äh, fast kopflos. Also, ist es doch eine berechtigte Hoffnung? Natürlich ist das eine berechtigte Hoffnung, aber äh, das ist ja doch das, die Bundesregierung hofft doch darauf, dass durch das Impfen die Pandemie eingedämmt wird. Und da hoffen wir ja alle drauf, nicht nur die Bundesregierung, dass wir ein Ende dieser Pandemie hier haben. Herr Pfeiffer, äh, Herr Bassi. Ja, also es muss doch, muss doch klar sein, dass jeder, der sich impfen lassen will, auch die Chance zur Impfung haben muss. Äh, wir hier in Berlin beispielsweise bei den zugewiesenen Dosen werden fünf Jahre brauchen, bis der durchgehen. Mhm. durchgeht. Das zeigt, dass hier ein Totalversagen der Bundesregierung vorliegt, aber auch der Landesregierung vorliegt. Ähm ja, dann haben wir wahrscheinlich zu viele Mikrofone an im Moment, oder? Ja, dann können Sie hier mal Ja, nochmal. Also es muss doch so sein, dass jeder, der sich impfen lassen will, auch geimpft äh, werden muss. Ähm, es muss natürlich auf freiwilliger Basis sein. Ähm, aber das ist ja nicht möglich. Wir hier in Berlin haben beispielsweise die Situation, dass bei, der, bei den bisher zugewiesenen Impfdosen und den Impfdosen, die in den nächsten Monaten zugewiesen werden, eine Durchimpfung Berlins etwa fünf Jahre dauern würde ungeachtet der Tatsache, wie lange die Impfung anhält, ungeachtet der Tatsache, ob sie dann überhaupt noch wirksam ist. Und das zeigt, dass die Bundesregierung gerade beim Thema Impfen, Beschaffung von Impfdosen auf gesamter Linie versagt hat. Und da muss man natürlich sagen, was hat die Bundesregierung eigentlich in der Zeit getan, als die Möglichkeit da war, alle Vorbereitungen zu treffen? Und äh, Herr Gauland hat es ja schon mal angesprochen. Ähm, Einstein hat mal gesagt, ähm, die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Was wir derzeit bei der Bundesregierung erleben, ist, dass wir immer das Gleiche tun. Es heißt halt dann nur Lockdown, weitere 14 Tage, schärferer Lockdown. Aber wir haben keine anderen Ergebnisse. Und ich gehe davon aus, wir werden erst eine Besserung der ganzen Krankheitsverläufe haben, wenn das Wetter wieder besser wird, wenn es wärmer wird. Wir werden auch nach dem nächsten Lockdown, der ja offensichtlich auf uns zukommt, werden wir keine Verbesserung äh, der Situation haben. Äh, und von daher zeigt es sich, dass meines Erachtens kopf und planlos gehandelt wird, dass viel Aktionismus da ist, der Aktionismus, der eigentlich ganz, ganz wenig bewirkt. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn ich weiterhin die Grenzen offen lasse und Hunderttausende von Menschen ungeimpft, unkontrolliert nach Deutschland kommen lasse, erhöhe ich das Infektionsrisiko in einer Art und Weise, dass es gefährlich wird. Danke. Dankeschön, Herr Pfeiffer. Gestatten Sie mir eine kleine Ergänzung auch dazu. Sie sagen, da wäre ein leichter Widerspruch zu sehen. Den sehen wir gerade eben nicht, weil die Bundesregierung und auch die Landesregierung, die postulieren ja schon seit Monaten, dass der Lockdown bis zur Impfung die einzige Möglichkeit ist, der einzige Weg, um eine Verbesserung herbeizuführen. Man hat eben nicht über andere Maßnahmen nachgedacht. Und wenn man dieser Auffassung ist, dann muss man dafür sorgen, dass die Impfung so schnell wie möglich all denjenigen zur Verfügung gestellt, die sich freiwillig impfen lassen wollen, dass die Ganz klare Aufgabe, die man hätte über Sommer erfüllen müssen. Man hätte eine bessere Impfstruktur schaffen müssen, man hätte besser einkaufen können. Das hat mittlerweile selbst der Biotech Gründer eines Impfstoffes, der in Mainz entwickelt wurde, maßgeblich, und der natürlich auch mit deutschem Steuergeld gefördert wurde. Er hat gesagt, wir haben mehr angeboten, das war nicht gewünscht, ja. Sondern man hat sich auf die EU verlassen und hat gesagt, äh, jeglicher Kritiker sei Impfstoffnationalist, weil man über nationale Einkaufs und Beschaffungsmöglichkeiten nachdenkt. Und äh, das ist absolut kopflos. Da da kann ich Herrn Kramer und Herrn Pasteski nur recht geben. Wenn man nur auf eine Karte setzt, einen, Lockdown, einen ewigen Lockdown bis zur Impfung, es war der Lockdown light, dann war es der Lockdown normal, jetzt reden wir über den Mega-Lockdown, danach kommt der Ultra-Super-Lockdown. Also genau, Wellenbrecher hatten wir noch, es ist im Prinzip immer das Gleiche, wird immer schlimmer. Ja, man setzt nur auf die Impfung, aber dann hat man überhaupt nicht ausreichend Dosen, hat nicht ausreichend bestellt und so weiter und so fort. Und das kritisieren wir ganz massiv, das ist ein eindeutiges Staatsversagen. Bevor noch äh, alle Fraktionschefs was dazu sagen, vielleicht eine ganz kurze Nachfrage. <laughs> ähm. Mich würde nur noch interessieren, Sie haben gesagt, Sie unterstützen also die Forschung an Medikamenten, die ja die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Und die andere Frage, die ich noch hätte, war: Wie blicken Sie eigentlich auf den ersten Lockdown zurück? Haben Sie den Eindruck gehabt, da wurden Ergebnisse erzielt, mit denen sie leben konnte? Denn da gab es ja einen sehr strikten Lockdown und die Zahlen gingen dann ja runter. Also. Genau, zum einen muss man sagen, äh, ich, Herr Bastessi hat es eben schon gesagt, die Zahlen gingen runter, weil der Sommer kam. Ja? Der Lockdown hatte eben keine Auswirkungen und das ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass Lockdowns keine Auswirkungen haben auf die Zahlen. Ähm, der, äh, Herr Knieps, der BKK-Chef, lange Zeit rechte Hand von Ulla Schmidt, ja, hat gerade, ich glaube, gestern oder heute in einem bemerkenswerten Interview gesagt, Lockdowns sind wirkungslos für Risikogruppen. Er hat davon gesprochen, dass im Kanzleramt eine Bunkermentalität herrscht, dass man sich nur einseitig. Informiert. Er kritisiert genau wie wir: Es gibt keine Kohortenstudien, es ist ein ungenaues Bild der Lage, es gibt ein Trommelfeuer an in Infektionszahlen und die Bundesregierung geht eben nicht fachlich kompetent mit diesem Thema um, sondern versucht dann sogar noch Druck auszuüben auf Autoren eines Thesenpapiers, unter anderem Knieps, Professor Schrappe etc. Also, das ist genau das, was wir kritisieren. Das war im März genauso, da hat man lange Zeit gar nichts getan und kam dann wieder mit dem Allheilmittel-Lockdown. Das halten wir für falsch. Dazu, dazu möchte ich auch noch was sagen. Wissen Sie, der Punkt ist ja, solange ich keine Herdenimmunität erreiche, ja und einen Lockdown verhänge, mache ich ja nichts weiter, als dass ich das Problem nur zeitlich verschiebe. Denn wir werden keine Änderung der Situation in vier Wochen haben, weil wir eben keine Herdenimmunität erreicht haben. Wir werden auch keine Änderung in, in, in zwei Monaten haben. Wir werden wahrscheinlich eine Änderung wie bei allen Vireninfektionen oder Grippevireninfektionen werden wir wahrscheinlich erst mit Beginn des Frühjahrs und des Sommers haben. Und ich garantiere Ihnen, dass wir so kommen. Das wird sich natürlich die Bundesregierung auf die Fahnen schreiben. Wir werden sagen, unsere Maßnahmen haben gewirkt. Was wir auch be, be, be bemängeln ist die Unwilligkeit der Bundesregierung, eigene Fehler einzusehen, eigene Fehler zu korrigieren und zu sagen, jawohl, wir haben uns hier falsch entschieden, jawohl, wir müssen andere Maßnahmen ergreifen. Diese Unwilligkeit und dieses Beharren auf, auf der eigenen Meinung, auch wenn wissenschaftlich mittlerweile nachgewiesen worden ist, dass es keine Besserung bringt. Das muss ich der Bundesregierung ankreiden und auch den Landesregierungen, dass man hier einfach hartleibig ist, hartnäckig ist, offensichtlich, um das eigene Gesicht nicht zu verlieren. Ich möchte noch mal auf den Punkt verweisen, den ich vorhin vorgestellt habe. Es, es ist doch ein Unding, dass wir genau wissen, wo sich das wirklich dramatische Pandemiegeschehen abspielt, nämlich in den Gruppen der über 70, vor allem der über 80-Jährigen. Und dass wir es nicht geschafft haben, genau genommen die Bundesregierung und die Landesregierungen, über Monate hinweg im Sommer die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, das ist doch dramatisch. Und ich finde, das ist die, das traurigste Kapitel an der gesamten Corona-Geschichte bisher. Warum haben wir es nicht hinbekommen, hier die Maßnahmen zu ergreifen? Wir haben die seit langem vorgeschlagen, sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene. Und die Regierungen haben es nicht realisiert. Und wenn ich genau weiß, dass 90 Prozent der Todesfälle in einer eng abgegrenzten Bevölkerungsgruppe stattfinden, dann muss ich doch verdammt noch mal alles dafür tun, um diese Menschen zu schützen. Stattdessen hat man die Gesellschaft heruntergefahren mit äußerst zweifelhaftem Erfolg. Wir haben es ja gerade gehört und verfolgt weiter diese Strategie. Also, das ist für mich völlig unverständlich. Und hier muss man sehr, sehr deutlich sagen, die Bundesregierung und die Länderregierungen tragen eine politische und ich würde auch sagen eine moralische Mitverantwortung daran, dass gerade diese alten und schutzbedürftigen Menschen in der Krise im Stich gelassen worden sind. Herr Schmidt. Ich hätte noch mal eine Frage zum Thema Impfen. <laughs> Herr Gauland, zum einen würde mich interessieren, ob Sie selber eigentlich auf Ihre Impfung warten, also wie, wie Sie zum Impfen stehen. tut mir leid. Na, okay, dann nehme ich es so ab. Ähm, mich würde zum einen interessieren, ob Sie selbst auf Ihre Impfung eigentlich warten, also ob Sie, ob Sie gerne jetzt schon auch geimpft werden würden. Ähm, und dann noch mal zum, zur, zur Ausrichtung der Fraktionen. Da gab es immer wieder widersprüchliche Aussagen. Also Herr Baumann hat in, in seiner Morgenrunde gesagt, die über 80-Jährigen, die müssen jetzt so schnell wie möglich geimpft werden. Die haben jetzt Angst und das ist fahrlässig, dass wir da zu wenig Impfstoff hatten. Ähm Robby Schlund hat dann im Bundestag in seiner Rede gesagt, er ist ja im Gesundheitsausschuss für die Fraktion, dass die Älteren jetzt geimpft werden. Das hielte die Fraktion für komplett falsch, da in dieser Gruppe mit dem höchsten Risiko zu rechnen ist, dieses hochexperimentellen mRNA-Impfstoffs. So hat er es wörtlich gesagt. Jetzt hat sich mir eben nicht erschlossen, was wollen Sie eigentlich? <laughs> Ich habe mich persönlich, ich gehöre zur Risikogruppe Wert 80. Ehrlich gesagt, ich habe mich noch nicht damit befasst, ob ich das persönlich mache. Die Frage kommt heute zum ersten Mal. Von daher kann ich sie auch nicht beantworten. Ja, natürlich gibt es unterschiedliche, ich will nicht sagen Positionen, aber es gibt auch in der Fraktion immer wieder ein Ringen um den besten Weg. Von daher gibt es bestimmte, na sagen wir, Festpunkte, also absolute Freiwilligkeit und sozusagen Sicherung der Risikogruppen. Ich würde immer dafür plädieren, dass wer sich freiwillig impfen lässt, das Pflegepersonal und die über 80-Jährigen natürlich... Ein Prä haben. Die müssen zuerst geimpft werden, wenn sie es denn wollen. Insofern sehe ich da keinen Widerspruch zu dem, was Sie gesagt haben. Ja, es gab am Anfang, das ist aber jetzt schon lange her, in der Fraktion durchaus unterschiedliche Positionen, wie man mit dem Problem umgeht. Das ist aber, das ist jetzt schon. Also, wenn Sie so wollen, ein Jahr her, fast. Von daher sehe ich das im Moment äh, nicht unterschiedlich das Zitat von Robbie Schlund das stammt von, von Ende Dezember also oder im Bundestag Mitte Dezember dass er sagt die Fraktion hält das für komplett falsch jetzt die die alten die so ein hohes Risiko haben zuerst zu impfen wie kann man denn sowas verhindern dass wenn sie sagen das ist überhaupt nicht die Fraktionsmeinung sich jemand hinstellt der in dem Ausschuss ist der dafür zuständig ist und dann im Bundestag etwas sagt was komplett ihrer Meinung widerspricht also ähm, ich Müsste mir jetzt angucken, was, wenn es Herr Schlund gewesen ist, er äh, konkret gesagt hat. Das äh, kenne ich nicht. Wir haben in der Fraktion eine solche Diskussion nicht gehabt. Ähm, von daher ähm, ist die Fraktionsmeinung die, die wir hier gerade vorgetragen haben. Wenn es jetzt tatsächlich äh, jemanden gibt, der eine andere persönliche Meinung hat, dann ist das ein gutes Recht. Aber ich kann im Moment äh, das nicht nachprüfen und kann es deswegen auch nicht beantworten. Dann ähm, wäre es mir auch lieber gewesen, er wäre hier dabei gewesen, wenn Sie diese Fragen haben. Sie müssen sie an ihn selber richten. Ja, nee. Oliver Kirchner und Michael Frisch wollen noch ergänzen. Ja, ich kann die Frage durchaus verstehen, aber wenn ich sehe, dass hier in, in der Medienlandschaft der Herr Lauterbach als ausgewiesener Gesundheitsexperte von Ihnen dargestellt wird und Sie sich auf ihn berufen und der nicht mal im Gesundheitsausschuss des Bundestages sitzt, da sollte man sich die Frage stellen, wie ernsthaft die Frage eben gemeint war. Aber das nur am Rande. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass wir in den letzten 30 Jahren ein Kaputtsparen der Krankenhauslandschaft hier in Deutschland erleben, wie noch nie zuvor. Also in Sachsen-Anhalt wurden Krankenhäuser geschlossen en masse. Und äh, wenn, sie, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, dann verstehe ich auch nicht, äh, wenn es immer um diese Intensivbetten ging. Im letzten Jahr wurden wieder 3000 Betten gestrichen hier in diesem Land. Die wurden einfach die Krankenhäuser geschlossen. Und dafür sind ja nicht wir zuständig, dafür sind die äh, Parteien zuständig, die hier in Verantwortung waren. Und wenn ich meine Sozialministerin fünfmal im Sozialausschuss fragen muss in Sachsen-Anhalt, wie sie denn die Zahlen erklärt, also ich meine, die liefert uns alle Zahlen. Den R-Wert liefert sie uns, die Todeszahlen in und mit. Corona oder an und mit Corona verstorbenen, die liefert uns die positiven Tests, die sagt uns aber nicht, wie viele getestet wurden. Ich habe noch nie eine Zahl gehört, wo man mir sagt, in dieser sieben Tage Inzidenz wurden 100.000 getestet, in der nächsten sieben Tage Inzidenz wurden nochmal 100.000 getestet und dazu stelle ich mal im Vergleich, wie sich das. Aufwächst oder abschwächt. Wenn ich 100.000 Leute teste und teste eine Woche später 300.000 und komme zu dem Ergebnis, dass das alles nach oben geht, dann ist das ganz normal, dass das so ist. Aber diese, diese Fragen werden einfach nicht beantwortet und dieses kaputtsparen dieser Krankenhauslandschaft und dieser, dieser Betten, äh, dieses Bettenmangels, der immer angegeben wird, das ist eine Sache, da muss ich sagen, da sind wir nicht für verantwortlich. Und da sollte man wirklich viel mehr Geld in die Hand nehmen in den Landeshaushalten und im Bundeshaushalt, um das wieder auf ein Level zu bekommen, dass hier alle vernünftig versorgt werden können. Ich möchte noch ergänzen zu Ihrer Frage nach der Impfstrategie. Also, ich bin jetzt nicht Teil der Bundestagsfraktion, dazu kann ich jetzt mich nicht äußern. Aber wir haben ja gerade in den letzten Wochen auch in der Wissenschaft eine Debatte darüber erlebt, wie man es jetzt am besten macht. Und diese beiden Ansätze, die Sie zitiert haben, die wohl auch bei uns diskutiert werden, die finden sich halt auch in der wissenschaftlichen Debatte. Man hat immer gesagt, zunächst diese älteren Menschen schützen. Jetzt haben wir in Norwegen Hinweise darauf, dass gerade bei sehr hinfälligen, schwer erkrankten Personen ein hohes Risiko besteht bis hin zum Versterben nach einer Impfung, weshalb Norwegen jetzt eine Warnung ausgesprochen hat. Das hat dazu geführt, dass auch bei uns Wissenschaftler debattieren, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, die jüngeren und gesunden Menschen zu impfen, um möglichst schnell eine Herdenimmunität herzustellen. Und ich finde es legitim, dass auch in der AfD hier drüber diskutiert wird. Das ist zunächst mal keine politische, sondern eine fachwissenschaftliche Frage. Und offensichtlich ist sich da auch die Wissenschaft noch nicht einig. Da muss man ganz sachlich im Sinne ihrer als studio drüber diskutieren. Ich finde das, find das auch durchaus spannend. Und man kann sicherlich ja über vieles diskutieren, das ist ja auch das, was, was angebracht ist gerade. Ich frage mich dann nur, ob man das dann, ob man sich dann auch anders äußern muss. Also Baumann sagte wörtlich, die AfD hat immer gesagt, wir müssen zuallererst die Hochrisikogruppen schützen. Und wenn Schlund dann von dem hochexperimentellen Risiko schützt, also ich kann es ich Ihnen jetzt vorspielen, wenn Sie wenn es hören wollen. Ich, ich will soweit nicht gehen, aber ich frage mich ja nur, also wenn man, wenn man dann bereit ist, auch zu sagen, man wir müssen überlegen, wir müssen das abwägen. Warum, warum äußert man sich dann immer im Absoluten? Warum, muss man, warum tastet man sich dann nicht vielleicht auch ein bisschen wenn vorsichtiger ran? Herr Schmidt, also, äh, schützen, schützen heißt ja genau. nicht unbedingt mit Impfen das ist schützen. Genau der wir Punkt, haben gesagt, wir habe. müssen sie schützen mit den Maßnahmen, die ich vorhin vorgestellt habe. Die Impfung ist ja nur eine Möglichkeit. Und wenn jetzt da in der Wissenschaft ein Dissens besteht, muss man natürlich darüber nachdenken, wie man das macht. Das das ja, aber heißt, wenn Baumann sagt, wir müssen die, die Risikogruppen schützen, dann meint er natürlich damit die kompletten Maßnahmen und nicht genau. nur die Impfung. Und ergänzend dazu. Das haben Weg wir immer gesagt, dass mit dem Schützen, äh, da sind zum Beispiel, wir haben vertreten gesonderte Einkaufszeiten und so weiter. Das ist völlig richtig. Das hat jetzt erst mal mit dem Impfen zwar etwas zu tun, aber wir haben nie gesagt, wir müssen unbedingt jetzt yes, erst die ähm, Älteren impfen, sondern wir haben gesagt, wir müssen die Risikogruppen schützen, weil das der bessere Weg ist, als die gesamte Gesellschaft nach unten zu fahren und das ist äh, auch kein Widerspruch. Genau, daran anschließend möchte ich noch kurz was sagen, weil es immer heißt, unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Aussagen. Also ich glaube, wir haben erlebt im letzten Jahr, äh, dass wir uns, seitdem man sich damit beschäftigt, dass es gerade in der Wissenschaft unter Virologen, unter Medizinern unglaublich verschiedene, es gibt verschiedene Ansätze, es gibt verschiedene Aussagen, verschiedene Studien und ähm, wir wir sind Politiker, es ist doch unsere Aufgabe, hier sitzt kein einziger Virologe, kein Epidemiologe. Es ist doch unsere Aufgabe, auf der Basis von Fakten, die uns zur Verfügung stehen, eine bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und das ist ein Ringen, da diskutiert man, da holt man sich so viel Information ein wie möglich und dann diskutiert man das und da gibt es durchaus auch unterschiedliche Auffassungen. Und wissen Sie, wir sind keine Kaderpartei wie die CDU, wo sich jemand vorne hinstellt und sagt, wir machen das jetzt so und alle schreien, ich bin zwar anderer Meinung, aber ich mache halt mit, weil ich darf nichts anderes sagen. Was gerade BKK-Chef Knieps äh, mit dem Druck aus dem Kanzleramt noch mal bestätigt hat in einem öffentlichen Interview. Sondern bei uns ist so, wir ringen um die besten Positionen, wir versuchen vernünftig zu agieren, wir versuchen auf der Basis von Fakten und Grundlagen ähm, Meinungen auszutauschen. Und wir haben gestern zum Beispiel nicht nur über Impfen gesprochen, ähm, was jetzt den Schutz der Risikogruppen und den Schutz de, der Bevölkerung an sich angeht, sondern auch über Sekundärprävention, über innovative Behandlungsmöglichkeiten, wo unserer Meinung nach zu wenig in Investitionen in Forschung investiert wird. Wieso äh, denkt man denn nicht auch in diese Richtung von Seiten der Bundesregierung? Und das sind alles Themen, da wird darüber diskutiert. Und wenn in unserer Fraktion da durchaus auch mal eine unterschiedliche Meinung da ist, dann ist das völlig legitim, weil keiner von uns hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir kämpfen darum, das Beste für unser Land und für unser Volk zu tun. Also Sie sprechen ja, Sie sprechen ja einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, diese Diskussion hätte ich mir im Sommer gewünscht. Wissen Sie, Indonesien fängt an und impft die jungen Leute. Der indonesische Präsident hat gesagt, wir müssen erstmal eine Herdenimmunität herstellen. Und zwar bei den Leuten, die viele Kontakte haben, die die Wirtschaft aufrechterhalten. Und deshalb machen wir das bei den jungen Leuten so eine diskussion hätte ich mir im letzten jahr gewünscht im sommer im hinblick auf künftige impfungen das ist nicht geschehen sondern es wird apodiktisch behauptet wir müssen das so machen anders funktioniert das nicht. Ähm, was wir sowieso erleben ist eine, eine, eine diskussionslandschaft in der eigentlich andere ideen gar nicht mehr akzeptiert werden sondern sofort irgendwo in eine ecke gestellt werden und das haben wir beispielsweise auch da erlebt, als gesagt wurde, ja, wir müssen uns doch aber zunächst mal um unsere eigene Bevölkerung kümmern, wenn wir Impfdosen beschaffen. Äh, da wurde gesagt, das ist Impfnationalismus, äh, was vollkommener Unsinn ist. Kein Präsident auf dieser Welt ja, wird Impfdosen an andere Länder geben, wenn er sein eigenes Volk schützen kann. Ähm, wir haben das gesehen, richtig gehandelt haben, ein Trump, ein Netanyahu äh, und. Äh die, die tatsächlich das auch getan haben. Frankreich hat genau den gleichen Fehler gemacht, den wir getan haben. Ja, ich glaube, am, am 3.1. hatte Frankreich gerade mal 332 Personen geimpft, weil man sich auf die gleiche Impfstrategie verlassen hatte wie Deutschland und man war verlassen. Und von daher, ich denke, was uns fehlt, ist der öffentliche Diskurs über die richtigen Maßnahmen. Der findet nicht statt. Und da muss ich leider auch, ich leider auch dem ein oder anderen Journalisten äh, den Vorwurf machen, eigentlich müssten Sie das anstoßen, auch diese Diskussion. Wir versuchen es anzustoßen, ähm, es wird aber nicht aufgegriffen. Also von daher, wir haben eine Gesamtverantwortung für dieses Volk, auch Sie als Journalisten, wir als Politiker. Äh, lassen Sie uns doch gemeinsam versuchen, den besten Weg zu finden. Ja, und vor allen Dingen lassen Sie uns auch über den Tellerrand schauen. Ja, da in diesem Bereich gibt es eben keine roten Linien. Und wenn ich das höre, wie beispielsweise ein Herr Müller in Berlin sagt, seine Strategie ist der Gesundheitsschutz vor Corona. Nein, ist es nicht. Es gibt auch andere Erkrankte. Ja, es gibt eine Wirtschaft, es gibt so gesellschaftliche Verwerfungen, es gibt soziale Verwerfungen, es gibt psychische Verwerfungen. Eine Strategie versucht, diese konkurrierenden Ziele in Einklang zu bringen und das beste Ergebnis zu erreichen. Das findet im Moment nicht statt, sondern man hat sich einfach nur auf ein Ziel konzentriert. Das verfolgt man bis zum Ende, anstatt zu sagen, was sind denn die unterschiedlichen Ziele, die ich erreichen will. Also von daher, lassen Sie uns diskutieren, lassen Sie uns den besten Weg finden. Es gibt eine weitere Frage von Herrn Steffen von der Zeit. Es geht auch noch mal um äh, die Impfpflicht, richtet sich an Herrn Kramer. Wie stehen Sie zu der Möglichkeit, dass Unternehmen aufgrund ihrer unternehmerischen Freiheit eine Impfung zur Bedingung machen für die Inanspruchnahme ihrer Dienstleistung? Also dass etwa eine Fluglinie nur Geimpfte an Bord lässt oder ein Clubbetreiber äh, in seine Räume auch nur Geimpfte lässt. Plädieren Sie für ein gesetzliches Verbot solcher Vorgehensweisen oder sollte das aus Ihrer Sicht der unternehmerischen Freiheit obliegen? Ja, vielen Dank für die Frage, was Verbote betrifft. Da sollten Sie besser die Grünen ansprechen. Das ist ja die Verbotspartei schlechthin. Wir sind also für den freiheitlichen Gedanken. Das heißt also auch, dass wir uns gegen Verbote aussprechen, auch gegen Verbote aussprechen, in die Autonomie eines, Unternehmer, eines Unternehmers hineinzuregieren. Dennoch muss ich auch sagen, dass wir solch eine... Äh, Handhabe eines Unternehmers natürlich nicht gut heißen, weil das die Impfpflicht durch die Hintertür wäre. Und wenn eine Fluggesellschaft also jetzt der Meinung ist, dass sie Gäste nicht äh, befördern möchte, die nicht geimpft sind, dann ist das natürlich wieder ein äh, Widerspruch gegen den freiheitlichen Gedanken. Und das ist natürlich abzulehnen, aber das muss dann jedes Unternehmen mit sich selbst ausmachen. Da werden wir nicht hineinregieren, aber dann muss das Unternehmen dementsprechend auch die Konsequenzen tragen. Ä Genau, ich würde auch einen kleinen Satz ergänzen. Wenn's, äh, und zwar haben wir diese Diskussion auch in der letzten Fraktionssitzung geführt, weil das natürlich ein Thema ist, indirekte Impfpflicht etc. Ähm, wir glauben schon, dass es so ist, dass ein Unternehmer im Rahmen seiner Freiheit frei entscheiden kann, wen er zum Beispiel, wenn es um eine Gaststätte handelt, wie er das handhabt. Das funktioniert aber nur, wenn wir eben nicht über Monopolisten zum Beispiel sprechen. Ja? Weil dann ist das nicht mehr möglich, dann ist es eine indirekte Impfpflicht und das lehnen wir ganz klar ab. Auch sämtliche staatlichen Einrichtungen dürfen nicht in dieser Weise agieren. Wenn es drei Gaststätten in der Straße gibt, eine macht's, eine nicht, dann habe ich die Wahl, wo gehe ich heute Abend äh, mein Abendessen zu mir nehmen. Dann ist das etwas, über das man diskutieren kann. Dann ist das unternehmerische Freiheit. Bei Monopolisten, bei staatlichen Stellen sehen wir das anders. Da darf das nicht passieren, und das lehnen wir ab. Ja, ich will nur einfach mal sagen, wissen Sie, ich halte so eine Forderung für idiotisch. Wie wollen wir denn die Leute behandeln, die bereits an Corona erkrankt waren, die Corona-Infektion überstanden haben, aber nicht geimpft sind? Wie wollen wir das denn feststellen? Es gibt leichte Corona-Verläufe, die sind immun gegen Corona. Es gibt schwerere Corona-Verläufe. Und die wollen wir dann genauso behandeln wie Nicht-Geimpfte? Also das zeigt doch schon diese, diese, dieses überhaupt nicht durchdringende Problems. Ich kann verstehen, wenn eine Fluggesellschaft sagt, jawohl, ich möchte einen Corona-Test haben vorher ja damit eben im, 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 äh, ich mal, im passagierraum die ansteckungsgefahr relativ gering ist das kann ich durchaus noch nachvollziehen aber so apodiktisch zu sagen, wenn nicht geimpft ist darf nicht mehr und herr maas hat ja auch schon damit angefangen das halte ich für vollkommen verkehrt und vor allen dingen auch für zu kurzfristig oder für zu kurz gesprungen. Ganz zu schweigen davon, dass überhaupt nicht klar ist, ob ein Geimpfter nicht trotzdem dieses Virus weiter verbreitet. Also, äh, auch das ist wieder mal eine, eine Debatte, die völlig an der Realität vorbeigeht. Da gebe ich aber ja Bastoski absolut recht. Ja, wenn Sie eine, Ihr Restaurant aufmachen und haben dann nur Geimpfte, ja, es sagt ja niemand, dass die nicht andere Leute anstecken können. Also, von dem her ist das äh, ein absoluter Humbug, auch von dem Unternehmer, der das freiwillig tun würde. Gibt es weitere Fragen? So. Ich hätte schon noch. Ähm, mich würde interessieren, hier stehen ja einige Dinge, die, wir auf, die aufgemacht werden sollten, Ihrer Meinung nach. Was sollte denn eigentlich geschlossen bleiben? Ich, es sind ja doch sehr viele aufgelistet. Hätten, hätten Sie ja verschreiben können, alles? Oder gibt es noch irgendwas, was man lieber nicht aufmachen sollte? Ähm, also wir als Bundestagsfraktion und ich bin mir, ich glaube auch alle Länderfraktionen, sind der Meinung, dass, wie es hier steht, sofern die Einhaltung der Hygienevorschriften gewährleistet ist, dass alles aufgemacht werden kann. Wieso listen Sie das dann eigentlich einzeln auf? Damit es für Sie ein bisschen einfacher ist in der Berichterstattung. <laughs> das macht ja wir kompliziert. Ja quasi, das ist ja viel zu viel. Das kann wir sind ja, ja sagen. quasi serviceorientiert. Schön. Bei Großveranstaltungen wird man sicher darüber nachdenken müssen, ob es möglich ist, diese Hygienevorschriften dann auch einzuhalten. Also das ist immer die Prämisse, dass das, was da sinnvoll und machbar ist, dann auch umgesetzt werden kann. Also von daher würde ich das jetzt nicht als Freifahrtschein für eine 100.000 Konzertveranstaltung irgendwo äh, sehen, sondern tatsächlich unter der Prämisse, wir müssen hier darauf achten, dass das, was machbar und notwendig ist, auch umgesetzt wird. Würde mich jetzt interessieren, äh, im Rosenmontagszug in Rheinland-Pfalz, in Mainz, soll es den geben? Also, die Frage stellt sich ja frühestens erst in einem Jahr. Das ist natürlich im Detail dann differenziert zu betrachten, ja. Bei solchen Veranstaltungen ist es in der Tat schwierig. Also, ich würde jetzt da weder Ja noch Nein sagen. Das muss man sich dann anschauen. Wir haben im Sommer ja eine ganze Reihe auch von, von Volksfesten, die in Rheinland-Pfalz immer stattgefunden haben, von Weinfesten etc. Muss man im Einzelfall abwägen. Und Herr Schmidt, äh, als Beispiel, äh, wie es funktionieren kann. Ich erinnere an unseren Bundesparteitag in Kalkar, wo 600 Delegierte, Journalisten etc. unter äh, Wahrung von Hygienevorschriften zusammenkamen. Es gibt keinen Ansteckungskluster. Es sind uns keine Corona-Fälle im Rahmen dieses Partei das ist bekannt. Also wir haben gezeigt, dass auch Großveranstaltungen möglich sind als AfD. Es haben auch andere Parteitage stattgefunden. Ich weiß, die Kollegen aus Sachsen-Anhalt haben eine Bundestagsliste aufgestellt. Wir haben in Rheinland-Pfalz den Landtag eine Bundestagsliste aufgestellt. Also das ist möglich. Und von dem her glauben wir, dass es... Äh, insgesamt möglich ist, auch größere Veranstaltungen durchzuführen. Ganz kurz zur Ergänzung zu, unserem, zu unserer Listenaufstellung. Die wurde ja medial so ausgeschlachtet, dass der Oberbürgermeister meiner Heimatstadt Magdeburg gesagt hat, jetzt holt die AfD die ganzen Fälle hier an der Magdeburg und hat seinen Bediensteten vom Ordnungsamt untersagt, in diese Halle zu gehen. Da mussten welche vom Landesverwaltungsamt überprüfen, ob die Hygienevorschriften eingehen, weil der Bürgermeister gesagt hat, die schleppen uns hier. Die, die, und es ist kein einziger Fall, der hat uns ja zu Aussetzungen gemacht. Als wenn wir alle Corona hätten. Und das sind so Sachen, das wurde von der Presse dann noch aufgegriffen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Neutralität gewünscht und im Endeffekt ist daraus nichts entstanden. Es haben sich alle an diese äh, Maßnahmen gehalten, es wurde durchgelüftet, es ist nichts passiert. Aber in der Vorberichterstattung wurden wir zu Aussätze gemacht, als wenn die AfD das äh, Coronavirus nach Macht überholt. Und da, da würde ich mir auch so ein bisschen mal von der Presse ein bisschen mehr Neutralität wünschen, wenn das so aufgegriffen wird, wie es ein Bürgermeister sagt, der vielleicht vollkommen daneben liegt. Herr Gebhardt hatte noch eine Frage. Zu anderen Themen sind wir da schon. Wenn jetzt zu dem Thema. Ich, eine, eine, eine habe ich noch. Okay. Ähm, wo wir ja wo wir dabei waren, dass man, dass man auch überlegen muss, was, was vielleicht mal sich verändert hat in der Wahrnehmung oder in, jetzt in der wissenschaftlichen äh, Aufarbeitung, ähm, was man gemacht hat. Da würde mich dann interessieren, dass die ähm, dass von Seite Ihres Bundessprechers oder auch aus, äh, aus der Fraktionsführung äh, letztes Jahr schon im Februar, da haben Sie sich auch immer auch drauf berufen, noch härtere Maßnahmen eigentlich gefordert worden sind, als sie dann, als sie dann getroffen wurden. Also Lockdown sofort. War, glaube ich, von Ihrem Bundessprecher damals. Ähm, muss man da im Nachhinein sagen, das war, wenn der Lockdown sich jetzt als nicht sinnvoll erweist, wie Sie das sagen, war das dann ein Fehler, eigentlich damals so einen harten Lockdown zu fordern? Ja, also ich glaube, man muss ja Äußerungen oder äh, geforderte Maßnahmen immer aus der jeweiligen Zeit heraus betrachten. Und wir alle wissen, dass wir im Februar sehr wenig über dieses Virus wussten. Äh, wäre das Coronavirus ein zweites Ebola mit einer unglaublich hohen Ansteckungsrate und Todeszahlen von 80 Prozent, ähm, das war damals alles nicht bekannt. Es hieß nur, es gab Horrormeldungen von Wissenschaftlern. Ich weiß noch, dass RKI hat öffentlich prognostiziert von ein bis zwei Millionen Toten innerhalb kürzester Zeit und so weiter und so fort. Und deswegen war aus der damaligen Zeit heraus die Forderung meiner Meinung nach gerechtfertigt. Heute wissen wir mehr. Heute würden wir diese Forderung mit Sicherheit so nicht mehr stellen, äh, weil einfach eine ganz andere wissenschaftliche Grundlage da ist. Und deswegen agieren wir immer auf der Basis von Fakten und von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir dann versuchen in konkrete Politik umzuwandeln. Und ähm, Genau diese Entwicklung, die haben wir durchgemacht und wir kritisieren bei der Bundesregierung und bei den Landesregierungen, dass eben überhaupt keine Reflexion stattfindet und überhaupt nicht darüber nachgedacht wird, oh, ist vielleicht die Maßnahme, die im Februar 2020 eventuell angemessen war auf Basis der damaligen Fakten. Was hat man dazugelernt und wieso ist die denn heute völlig falsch und wieso macht die Bundes- und Landesregierung immer noch das Gleiche? Und das ist der Unterschied zwischen uns und zwischen den Altparteien. Gut, jetzt dann Herr Gebhardt. Eine Frage an Herrn Gauland zu einem anderen Thema. Herr Nawalny wurde ja in Moskau, nachdem er hier sich von den Folgen eines Giftanschlags kuriert hatte, in Berlin unmittelbar festgenommen. Kritisieren Sie das? Und haben Sie, wenn ja, haben Sie da Ihre neuen Kanäle, vielleicht bei Herrn Kupala, nach Moskau genutzt, um da auch Protest einzulegen? Moskau-Reise aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei, kann also nicht beurteilen, wie das Gespräch zwischen Herrn Kopala, Paul Hampel und dem russischen Außenminister gelaufen ist. Ich kann nicht beurteilen, und das habe ich nie gemacht, weder in Amerika noch in Russland, auf welcher Basis Herr Nawalny jetzt für 30 Tage sozusagen ins Gefängnis soll. Ich kann, äh, weiß nicht, welche Vorwürfe ähm, also relevant sind. Von daher äußere ich mich dazu nicht. Ähm, ich weiß, dass es jedenfalls keinen guten Eindruck macht, wenn jemand äh, zurückkommt äh, in sein Land und wird am Flughafen gleich verhaftet. Ähm, das würde ich auch hier so sehen. Aber da ich die Gründe nicht kenne, äh, werde ich mich dazu nicht äußern. Gibt es noch weitere Fragen?